Hallo oder wie hoch, werte Freunde, wenn Sie 14 Fans und Let's Play zu schauen. Wir machen hier weiter mit der Hauptgeschichte und zwar Ruf aus dem Nichts heißt sie da oben. Gucken wir doch mal. Wasan hat dir etwas mitzuteilen. Schön dich zu sehen, Mackie. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Es geht um Zero. Weißt du noch? Sie hat da doch gesagt, dass sie uns bei unserer Suche helfe, wenn sie angemessen mit Äther belohnt würde. Wir haben sie dann auch reichlich mit Nahrung versorgt, damit sie sich so richtig stärken kann. Jetzt hat sie gesagt, dass sie genug habe. Das heißt, dass wir ins Nichts aufbrechen können, wenn alle bereit sind, meine ich. Also werde ich nun in meinem erwachsenen Körper schlüpfen und Stola und Estinien Bescheid sagen. Könntest du derweil Zero holen? In ihrem Zimmer war sie nicht. Wahrscheinlich ist sie auf der Brücke zwischen den Bezirken Jiju und Karma. Von da aus beobachtet sie gerne die Straßen der Stadt. Wir treffen uns dann wieder hier. Bis später. Ja, ich meine, konnte ja so viel Äther nuckeln, wie sie will. Wäre natürlich noch interessant zu wissen, an was sie das ausmacht. Jetzt ist genug. So. Ich würde mal sagen, zum Haupt-Ätheriten könnten wir uns teleportieren. Und von da aus dann latschen. Gucken wir doch mal. Haupt-Ätheriten habe ich gesagt. Genau. Und dann eine Runde nach Süden. War so meine Vermutung. Und dann sind wir nämlich schon gleich da. Gucken wir mal, ob wir es schon von weitem erspähen können. Nee, es heißt oben. Okay, ich muss oben auf die Brücke. Na, dann schneide ich's. Da scheint sie zu sein. Die Zero. Sich optisch hat sie sich nicht verändert. Zwischen den Patches. Ihre Haut ist auch nicht irgendwie ein bisschen, was weiß ich, Äther durchzogener. Bleibt so Käsebleich. Es wird kein Leben in ihr stecken. Und sie leben immer noch. Sie haben ein Experiment gemacht, oder was? Keinen Wimpernschlag lang würden sie in einem Kampf überleben. Und doch haben sie ihren Mut nicht verloren. Ja, weil sie diese Stadt hier, in dieser Stadt sich sicher fühlen. Wir aber haben unsere Träume und Hoffnungen längst vergessen. Wir fressen ohne Unterlass. Und doch hungern wir, ohne je in die Ruhe des Todes zu gleiten. Deshalb beurteilen wir andere danach, ob sie uns als Fressen taugen oder nicht. Egal, ob man wegen des Äthers in diese Welt kommt oder wegen eines Paktes, der den Tod verheißt. Am Ende ist es einerlei. Das dachte ich, als ich hier auf Xenos Geheiß ausgespuckt wurde. Er und Van Daniel unterschieden sich nicht von uns Wesen des Nichts. Sie nutzten sich gegenseitig aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Aber du bist anders. Du folgst deiner eigenen Vernunft. Das musste ich erst begreifen. Ja, es ist schwer immer sowas, weil wir haben ja unsere Überzeugung, dass wir die Welt retten. Sind wir auch schon ein, zweimal dann auf dem Holzweg gewesen. Und nutzen die Leute aus, wir arbeiten mit ihnen zusammen, dass sie und überzeugen sie davon, das zu tun, was wir wollen, so wie sie mich versuchen zu überzeugen, das, was sie wollen, damit man sich gegenseitig hilft. Also es ist immer so ein bisschen Auslegungssache, was sich gegenseitig ausnutzen, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig, ja, es ist so, ich finde das nicht immer schwarz und weiß. Manchmal ist es das vielleicht, keine Ahnung. Welch Sturm tobte in seinem Inneren? Was bedeutete ihm sein Ende? Ach, besser, ich denke nicht länger an diesen Kerl. Wenn ich mir auch nur sein Gesicht vorstelle, kommt es mir bitter hoch. Warum bist du eigentlich hier? Dich abholen. Damit wir dann losreisen können. Die Drachenschwester retten. Du willst wieder aufbrechen, ja? Dann werde ich mich an meinen Pakt halten und mitkommen.
Aber das ist, es bleibt so ein Versprechenspakt, so ein Abmachungspakt, ne? Nicht ein, wir schlüpfen in den Körper von mir Pakt, Blödsinn, ne? Hier, Schnitterzeugs. Ich meine, du scheinst irgendwie ein bisschen netter drauf zu sein, aber ich will nichts mit dir zu tun haben an sich. So, von wegen, oh, hoffentlich wird die kein festes Mitglied. Dieses nicht mehr existierende Bunk der Morgenröte. Oh je, das würde ich mal so gar nicht brauchen. Vielleicht kann sie sich irgendwie opfern am Ende des Patches, so um ihren Splitter zu retten oder sowas. Oder da bleiben beim Aufbauen helfen, falls wir es schaffen, da irgendwie wieder ein bisschen Licht reinzubringen. So, dann wären wir also bereit. Versuchen wir es noch einmal. Auf ins Nichts, wo meine Schwester wartet. Alles klar. Mach mal so. Der Plan steht. Huch. Okay. Was ist los? Worauf wartest du? Hallo, hallo? Ah. Okay. Irgendein Buff. Ist ein echter Körper. Seine Marionette stehen lassen. Das ist doch der Ruf eines Drachen. Okay. Keine Antwort. Was hat das zu bedeuten? Das will ich dich fragen. Der Ruf eines Drachen hallt durch den Äther und dringt zu all seinen Artgenossen, egal wo sie sich befinden. Wen hast du gerufen? Okay. Ich habe sie gespürt. Es war meine Schwester. Hast sie hier bei uns gespürt? Oh, hier kommen die in unsere Welt. Dum, dum, dum. Aber Steyr ist doch im Nichts. Ja, aber es war ihre Ätherresonanz, ganz sicher. Ja, hat jemand Äther von ihr aufgenuckelt und ist jetzt bei uns. Ich habe versucht, nach ihr zu rufen, aber da war sie schon weg. War sie hier im Ursprung und ist dann sofort wieder in die 13. Splitterwelt zurückgekehrt? Ich weiß es nicht. War sie wirklich wieder hier? Aber wie soll das möglich sein? Nee. Jemand, der was von ihrem Äther gefressen hat, war hier. Das ist jetzt nicht die Frage. Sowas. Wenn sie auch nur für kurze Zeit in der Ursprungswelt war, müsste eine Spur zu finden sein. Wo hast du ihre Präsenz gespürt? Von weit weg, in nördlicher Richtung. Okay. Dann wissen die Galea vielleicht etwas. Ui. Ja, wir sollten uns sofort nach Hinweisen umhören und versuchen, Ashtaya zu finden. Werden die jetzt gleich mit eingebunden? Alles klar. Es tut mir leid, aber deine Rückkehr in den 13. Splitter wird noch etwas warten müssen. Hey, die hat doch gar nicht danach gefragt. Die kommt doch wegen uns mit. Die will da doch gar nicht hin. Schon gut. Ich habe ohnehin keinen dringenden Grund, dahin zurückzukehren. Eben. Wir gehen ja nicht wegen ihr zurück. Würdest du bitte in Razzatan warten, bis wir wieder zurück sind? Seit ich hier bin, habe ich viel Äther aufgenommen. Ich könnte euch bei der Suche behilflich sein. Oh je. Wenn Ashtayas Präsenz hier zu spüren war, könnte das bedeuten, dass im Nichts irgendetwas im Gange ist. Einverstanden. Du kommst mit. Oh je. Ich meine, falls da irgendein Nichtswesen ist... Gut, dass ich die Kontaktperle noch nicht weggeworfen habe. Aber wir brauchen hier ja kein Memoria, weil hier können sie ja sterben. Ich bin es. Ja. Ich möchte dich etwas fragen. Gut, verstanden. Warte dort. Wir kommen sofort. Oh, jemand hat schon was rausgefunden. Mein Informant erwartet uns im Tertium. Dein Informant, okay. Irgendein Waisenkind?
Wir werden einen Transportzauber benutzen. Was machst du? Die Strecke ist etwas zu weit, um sie zu Fuß zu gehen. Kann sie mit ihrer Gestalt keinen Transportzauber benutzen? Mein Körper kann durchaus von Teleportmagie Gebrauch machen. Und Galemalt ist mir nicht unbekannt. Das ist schließlich, wo Xenos herkam. Stimmt, stimmt. Gut, dann bin ich beruhigt. Wir brechen auf, sobald alle bereit sind. Nächster Halt, Tertium. Dann auf geht's. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die da ist. Gods Revel Lands Tremble. Ui, jetzt geht's gerade richtig los, hä? Götter, was ist das? Erwachen, verstärken sich, was weiß ich. Und Länder, Problem, stürzen ein, was auch immer, bla. Oje, oje. Hilfe aus der Zapferhöhle. Estinien ist in Gedanken versunken. Bedeutet das also, dass Azdaya nicht mehr in der Gestalt von Golbez und seinen Schergen ist? Ich würde ja nur allzu gerne glauben, dass sie ihrem Häschern entkommen ist und irgendwie den Weg zurück in unsere Welt gefunden hat. Aber warum wäre ihre Präsenz dann nicht lange zu spüren? Ach, Vermutungen bringen uns nicht weiter. Wir werden selbst nachsehen müssen. Auf nach Galemalt. Unsere Verbündeten werden schon warten schon in Tertium. Ja, Vermutungen sind ja nicht schlimm, solange sie einen nicht zu sehr festhalten. Oder nicht von dem Plan abweicht. Huch, Stola hat was anderes an. Sehe ich das richtig? Oh, er auch? So soll das ihr warme Klamotten sollen das wahrscheinlich sein. Es ist hier so kalt, haben wir irgendwas Wärme? Wir können uns gerade nicht umziehen, ne? Glämmern kann man hier nicht, oder? So von wegen auch was Wärmeres anziehen. So, da wären wir. Aber wo ist das Begrüßungskomitee? Hallo, meine Freunde. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh, Alfino. Den tiefere Stimme gekriegt, oder bilde ich mir das ein? Auch Winterklamottis an. Das kann man wohl sagen. Ich hatte schon Sorge, dass euch die Kälte auf Dauer zusetzen würde, aber es macht nicht den Anschein. Na, kann man sich ja dran gewöhnen. Ganz und gar nicht. Wir haben uns gut an das Klima gewöhnt. Schön. Und ihr wart wirklich die ganze Zeit über hier, um den Leuten zu helfen. Jupp. Ja, auch ohne die Katastrophe der letzten Tage ist das Leben hier draußen hart und unerbittlich. Die Galear haben ihren Kaiser und eine gut funktionierende Gesellschaft verloren. Das rüttelt an den Grundfesten ihres Selbstbewusstseins. Aber jeder tut etwas, um die Situation zu verbessern. Und wir helfen natürlich so gut wir nur können. Verzeihung, falls ihr das gehört habt, ich musste einmal husten. Natürlich gibt es auch Galear, die uns gegenüber misstrauisch sind. Aber mehr und mehr nehmen unsere Hilfe an. Okay, ja, das ist auf einem guten Weg. Ihr seid die Besten. Klingt ziemlich anstrengend. Nein, ihr seid die besten Zwillinge hier. Die einzigen. Ihr seid die besten Zwillinge hier. Danke. Du weißt ja, solange man zusammenhält, kommt man auch weiter. Genau. Steht zu euren Überzeugungen und dann ist gut. Über das Ilsabad-Korps erreichen uns Hilfsgüter aus allen Ecken und Enden der Welt. Dank dieser Unterstützung konnten wir den Kopf über Wasser halten. Julus hat erreicht, dass sich Teile der ehemaligen galäischen Streitkräfte an dem Aufbau des Landes beteiligen. Der Kreis der willigen Helfer wird immer größer. Schön. Läuft. Der Weg ist noch lang, aber wir kommen Schritt für Schritt voran. Eben. Alles positiv. Aber was macht ihr eigentlich hier? Ein neues Gesicht ist ja auch dabei. Ja. Das ist schnell erzählt. Gewöhnt euch nicht dran. Bitte. Das ist Zero. Niemand kann sie leiden. Wir brauchen sie auch nur in der Nichtswelt wegen Memoria. Und ansonsten könnt ihr sie sofort wieder vergessen. Kaum bist du vom Rande des Universums zurückgekehrt, da zieht es dich schon wieder in eine Splitterwelt. Und dann noch die 13. Gönnst du dir denn nie eine Ruhepause? Was soll man machen? Er ist eben Abenteurer.
Ihr redet über mich, ich Alter. Ich weiß. Entspannt. Aber es wäre doch schön gewesen, davon zu wissen. Vielleicht hätten wir ja helfen können. Stattdessen darf Raha den Boden des Myriadenmeers erkunden. Darf? Hä? Was? Will, oder? Tut mir echt leid, Alize. Ich dachte nur, ihr hättet zu viel. Ja, genau. Ich dachte, ihr habt zu viel zu tun. So. Ich hab halt die genommen, die Zeit hatten oder sowas in der Richtung. Schon gut. Ich weiß ja, dass du es nur gut meinst. Eben hier schlechtes Gewissen machen wollen. So, so. Du warst also eine von Zenos gesteuerte Nichtsgesandte. Ein aufgezwungener Pakt oder naja, sowas. Naja, wenn Ischola meint, dass wir dir vertrauen können. Ich kann sie nicht leiden. Veto. Ich verstehe, dass du misstrauisch bist. Aber setze mich nicht mit Zenos gleich. Nee, das nicht. Du bist anders kacke. Zenos wenn war. Ich nur daran denke, wie er mich kontrolliert hat, beginnt mein Blut zu kochen. Zenos war auf die eine Weise scheiße und du bist auf die andere Weise scheiße. Also, nein, ich vergleiche euch nicht. Ihr seid ganz anders. Scheiße. Hm. Na, wir werden schon irgendwie Freunde werden. Nein. Entschuldigt, aber ich möchte euch etwas fragen. Ich habe im Norden von Ilsabad, also Gengalemalt, etwas gespürt. Die Präsenz meiner Schwester Ashtaya. Genau, dafür sind wir ja eigentlich hier, genau. Habt ihr hier irgendetwas bemerkt, das damit zusammenhängen könnte? Entweder sind sie geschockt, weil, ach du Schreck, gar nichts, oder sind geschockt, ah, das war, irgendwie haben was gemerkt, wollten da gerade hin. Oder sowas. Ein Hinweis auf einen Drachen, der eigentlich in der 13. Splitterwelt sein sollte. Ja, da war etwas. Aber... Vor ein paar Tagen sind hier Nichtsgesandte erschienen, keine der Niederen. Sie waren stark und nicht gerade wenige. Okay... Wie kommen hast die einfach du her? Irgendeine Ahnung, wer sie befehligt oder gerufen haben könnte? Julus hat uns erzählt, dass im alten Galemalt Versuche unternommen wurden, die Nichtsgesandten zu kontrollieren. Okay. Dann jetzt aber ist die Technik hier weitestgehend verloren gegangen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sich doch irgendwie irgendjemand dieses Wissen angeeignet hat und über die Macht verfügt, Nichtsgesandte zu kontrollieren. Dann gehen wir dahin, checken's da ab, oder? Ja, aber hochrangige Nichtswesen und dazu noch ein hoher Drache. Das ist keine geringe Leistung. Ja, da ist kein hoher Drache, glaube ich nicht. Du hast eine Energie von dem hohen Drachen gespürt. Nicht den Drachen selber. Jedenfalls ist es kein Werk, das man einfach so vollbringt. Sie könnten zwar auch durch einen natürlichen Riss gekommen sein. Und es ist durchaus denkbar, dass der Turm von Babel, als er seine Unmengen an Äther aufnahm, solch einen Riss erweiterte. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ja. Möglich, ja. Also können wir davon ausgehen, dass jemand ein Portal geöffnet hat? Wir haben uns auch gefragt, woher genau die Nichtsgesandten kommen und glauben, dass sie von den Bergen im Osten herabgestiegen sind. Dann sollten wir uns sofort dort umsehen. Bestimmt finden wir ein Nichtsportal oder dessen Überreste. Sehr verdächtig, ja. Allerdings kommt man in den verschneiten Bergen zu Fuß nicht weit. Außerdem toben dort unberechenbare Winde, die die Suche per Luftschiff zu einem gefährlichen Wagnis machen. Lässt sich das Suchgebiet nicht irgendwie eingrenzen? Darüber habe ich auch nachgedacht. Einen Anhaltspunkt gibt es. Ein abgelegenes Dorf, tief in den Bergen. Man sagt, dass diejenigen mit der Gabe, die Nichtswesen zu kontrollieren, einst dort lebten. Warum sagst du das nicht gleich? Dann brauchen wir nur noch ein Fortbewegungsmittel. Und ich weiß auch schon, wer uns da weiterhelfen könnte. Julus in Camp Splitterglas. Dann gehen wir da hin, oder? Also... gleich ein Plan. Wird gleich erledigt. Plopp. Weggeploppt alle. So.
Da gab es einen Ätheriten, ne? Im Camp Splitter Blupsli Blupsel. Wollte ich noch einmal gucken, kann ich hier. Hier kann man nicht glammern, ne? Man muss in einer richtigen Hauptstadt sein, oder? Dass ich hier was Wärmeres anziehen kann. Warte mal, das da wollte ich anziehen. Geht das? Ja! War schön warm Mantel. Passt doch perfekt für die Gegend. Und jetzt rüber teleportieren. Jetzt sind wir besser gekleidet. Für die Umgebung hier. So, Info sammeln. Info sammeln. Fahrzeug besorgen, um mehr Infos zu sammeln. Julius. Oh, komm. Nochmal vertont. Nein, das kann nicht sein, oder? Ah, du bist ja auch hier. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Kleine Jungenstimme, so wie sein Gesicht aussieht. Da haben wir also wieder mal eine Menge Meute. Eine ganze Meute zu Gast. Ihr seid natürlich willkommen. Eigentlich wollte ich sagen, dass ich mich freue, euch alle wiederzusehen. Ah, ja, passt schon. Ah, das ist eher Alfinos Stimme gewesen, ne? Geben wir ihm einen russischen Akzent. Wir sind ja hier in der Gegend. Wir wollen dich in der Ausführung deiner Pflicht nicht stören, Julius. Wir sind nur hier, um dich etwas zu fragen. Hättest du einen Augenblick Zeit für uns? Da, natürlich. Ich habe gerade einen Bericht abgeschlossen. Es geht um die Nichtsgesandten, die in letzter Zeit hier aufgetaucht sind. Ja, die stiegen von einem Berg im Osten Galemals herab, dem Albus. Das ist der Berg, aus dem das verborgene Dorf der in dem das verborgene Dorf der Schnitter liegt, richtig? Werden richtig in die Geschichte eingebaut, ne? Dass sie sich nicht so fremd anfühlen. Ja, da. Das Dorf liegt in einer Höhle versteckt. Lapis Manalis heißt sie. Sie schlossen einen Pakt mit den Nichtsgesandten. Die Sense in der einen Hand, Dunkelheit in der anderen. Man sagt, dass ihre Macht unverzichtbar in den Schlachten gegen eindringende Völker war. Als die Magitek aufkam, versuchte man, sich ihre zu entledigen. Und als sie sich dagegen wehrten, wurde alles natürlich nur noch schlimmer. Man brandmarkte sie als Verräter und versuchte, jede Erinnerung an sie auszuradieren. Nichts als verscharrte Knochen und qualmende Ruinen blieben übrig. Oh je. Die haben alle so eine ähnliche Stimme von mir gekriegt, ne? Wir sind hier, weil wir meine Schwester suchen. Sie wurde im Nichts gefangen gehalten und konnte sich vielleicht befreien. Die Aktivitäten der Nichtswesen in der Region deuten darauf hin, dass wir auf... Warte, er ist ja jetzt älter. Ich kann ihn tiefer machen. Egal. Auf dem richtigen Weg sind. Jetzt möchten wir diese berühmten Höhlen in der Suche nach weiteren Hinweisen erkunden. Ich habe gerade seinen älteren Körper mit. Da, das ist nicht so einfach. Der Schnee dort liegt hoch und die Winde blasen kalt und kräftig. Unmöglich zu Fuß oder mit einem Luftschiff dorthin zu gelangen. Höchstens mit einem Magitek-Schneemobil würdet ihr es über die Berge schaffen. Leider wurden sie alle während des Bürgerkrieges zerstört. Denn ich mich aber recht erinnere, hatte eins einen defekten... Was? Wer? Hatte eins. Wer hatte eins? Einen defekten Erdseinmotor. Das wurde am Kerulea Ingens zurückgelassen und sollte immer noch da stechen. Dort wurde er zurückgelassen, okay. Ah, kann man den Motor reparieren? Ah. Ihr solltet euer Glück in der Zapferhöhle versuchen. Die Arbeiter dort waren schließlich auch für die Erzseimtransport auf der Juturna-Plattform G verantwortlich. Sie wissen bestimmt, wie man mit Schneemobilen umgeht. Boah, könnte gut sein. Danke, das werde ich versuchen. Man kennt mich dort. Schließlich habe ich den Leuten da schon ein paar Mal Essen gebracht. Ich mache mich sofort auf den Weg. Mackie, würdest du sie bitte begleiten? Da draußen treiben sich immer noch Nichtsgesandte herum. Ja klar, mach mal easy. Kriegen wir hin.
Vielleicht kannst du uns in der Zwischenzeit über die... Das gefällt mir nicht. Vielleicht kannst du mir in der Zwischenzeit über die Berge im Osten erzählen. Man kann nie genug vorbereitet sein, besonders angesichts dessen, was uns erwartet. Natürlich, folgt mir nach drinnen. Ich habe einen Kameraden, der alles über die Geografie Garlemals weiß. Dein Name war Alizée, oder? Ich habe eine Frage an dich. Ah, begleit uns doch einfach in die Zapferhöhle, dann können wir uns auf dem Weg unterhalten. Okay. Bin schon gespannt. Zero kommt selbst auf jemanden zu und hat eine Frage. Was mit Information und Gegenleistung und bla 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 und ich weiß nicht was. Reittierroulette, ist sie davon jetzt schon abgewichen? Von dieser komischen Einstellung. Dass man für alles immer, selbst für jede kleine Pupsunterhaltung eine Gegenleistung braucht. Ein Riesenvieh steht in der Pampa. Und der greift mich auch noch an. Der Level, was war der? 82? Der traut sich hier. Oha. Hätte ich fast halten müssen und ihm eins draufgeben. Was fällt ihm ein? So. Kriegen wir die Frage mit? Wahrscheinlich. Recht ruhige Folge. Bisher ist ja auch der Anfang von dem Patch gewesen. Du wolltest mich etwas fragen? Vertont? Einfach so mittendrin? Muss wohl eine wichtige Frage sein. Warum helft ihr bei dem Aufbau von Garlemald? Welchen Nutzen zieht ihr daraus, den Schwachen zu helfen? Nutzen? Klar ziehen sie Nutzen. Jetzt tu nicht so, Alizée. Natürlich ziehst du Nutzen daraus. Du willst, dass alle deiner ideologischen Einstellung folgen und dich unterstützen und dir was schulden. Nutzen? Oh nein, ich bin ganz unschuldig und mach das gar nicht. Niemand befiehlt es dir. Niemand kontrolliert dich. Warum nimmst du dann freiwillig diese Mühen auf dich? Weil sie ein größeres Ziel verfolgt und dafür ist, denkt sie, ist diese Sache nötig. Ich hatte mir schon gedacht, dass du sowas fragst. Ich habe mich einfach dazu entschieden. Ich will mein Bestes geben. Ja, das ist ihre Motivation. Und das ist keine Antwort. Natürlich ist eine... Was bekommst du dafür, wenn du diesen Leuten hilfst? Sie verfolgt ein höheres Ziel und das ist, was sie denkt, das Ziel so zu erreichen. Das ist, was sie dafür bekommt, ihr selbst gestecktes Ziel zu erreichen. Du verstehst mich nicht. Ich erfülle mir einen Wunsch, wenn ich mein Bestes gebe. Und wenn es jemandem hilft, dann umso besser. Wie kann Alizée da nur so ruhig bleiben? War das alles? Dann lass uns weitergehen. Ja, gut. Stimmt, sein Bestes zu geben, auch wenn es keinen direkten Nutzen hat. Es hat auch einen direkten Nutzen. Ist es das, was diese Welt bewegt? Es bringt ihr ganz direkten Nutzen, nur keinen materiellen. Oh, das ist nervig. Die Leute sind dann wie auf ihrer Seite. Machen eher, was sie sagt. Helfen ihr, wenn sie Hilfe braucht. Es hat einen direkten Nutzen. Nur nicht eben, hier, du kriegst Äther. Hier, du kriegst Geld. Sondern einen anderen Nutzen. Aber es hat einen Nutzen. Dann geht's den Leuten besser. Dann wird weniger Krieg geführt. Bla bla bla. Also, ja. Wir sollten jetzt zurückkehren. Aber vorher habe ich noch etwas zu sagen. Hä, wir wollten noch mit den Leuten sprechen. Und doch noch gar nicht mit den Leuten gesprochen. Zero, habe ich irgendetwas Falsches zu dir gesagt? Nein, ich versuche nur deinen Standpunkt zu verstehen. Natürlich werde ich auch euch weiter begleiten. Gut, das ist hier nämlich nicht der beste Ort, um den Kopf voller Gedanken zu haben. Die Zapferhöhle ist nicht mehr weit. Ich bin mir sicher, ich finde dort jemanden, der sich mit Maschinen auskennt. Ja, dann. Ich denke nicht, dass
die Gegner hier ein ernsthaftes Problem für uns sind, oder? Weil wir waren am Ende des Universums und Zero aus dieser Alle-Bekämpfen-Sich-Welt. Ah, dich kenne ich doch. Du hast unseren Aufpassern ordentlich was auf die Ohren gegeben. Na, euch ist auch gleich das Ilsbad-Korps was nach euch ist auch gleich das Ilsbad-Korps eingetroffen. Seitdem haben sich die Dinge hier wirklich zum Besseren gewendet. Ich schätze besonders, dass sie unsere Wünsche respektiert haben. Einerseits boten sie denen Schutz, die in der Hauptstadt zurückkehren wollten. Und andererseits unterstützen sie die, die bleiben wollten, mit Material und Hilfsgütern. Ganz zu schweigen von der lieben Alizée hier, die uns regelmäßig mit den Armen voller Essen besucht. Und das, obwohl sie jedes Mal den eiskalten See überqueren muss. Aber nicht doch. Ich mach das doch gerne. Heute aber möchte ich euch mal um einen Gefallen bitten. Da hast du's. Jetzt kann sie das nämlich einfach so. Wir brauchen ein Schneemobil. Am Kurelos Ignes soll noch eines stehen. Aber das hat einen Motorschaden. Könntest du uns zufällig helfen, es zu reparieren? Ah, du meinst das alte Mammut? Kann sein, wenn ihr das so nennt. Mammut, so nennen wir die Schneemobile hier, weil sie so groß sind. Wir kennen uns hier gut mit denen aus. Schließlich haben wir sie jeden Tag auf der Juturna-Plattform G verwendet. Wenn das Mammut nicht allzu ramponiert ist, sollte ich in der Lage sein, es zu reparieren. Für Alizée tue ich das doch alles. Danke, gehen wir zusammen nach Camp Splitterglas zurück. Dann kannst du allen genau sagen, was sie zu tun haben, um dir zu helfen. Auf geht's, zurück zu Alfino. Siehst du, Zero? Da hast du ihren Nutzen, den sie daraus zieht. Noch zurück teleportieren. Wo sind wir gerade? Bei 32 Minuten. Wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, hier für die Folge zu stoppen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu likearieren. Das hilft meinem Kanal aus. Wo sind sie denn? Ich stelle mich schon mal an die richtige Stelle. Guckt euch gern das nächste Video an. Ich stelle es sowieso rein. Tschüssikowski und bye bye.